Frankfurt Book Fair. Interview of the Day. Herr Grass, es ist mir eine große Ehre, dass ich Sie hier treffen darf. Ich bin auch ehrlich gesagt ein bisschen aufgeregt. Wir haben ganz viele Jubiläen zu feiern. 50 Jahre Blechtrommel und es wird dazu noch ganz neue, großartige Dinge heute geben. Was passiert, während Sie diese Lesung machen, diese musikalisch untermalte Lesung? Wie muss man sich das vorstellen? Nee, das ist mit Günter Baby Sommer aus Dresden, ein waschechter Sachse, den ich seit über 20 Jahren kenne. Also noch zur DDR-Zeit, als das sehr schwierig war, haben wir angefangen zusammenzuarbeiten. Er mit seinem Schlagzeug, Percussion, und ich mit der Stimme. Und das ist ein richtiger Dialog zwischen Schlagzeugmusik und Text, gelesenem Text. Und es ist auch eine ganz andere Art des Lesens, die sich bei mir dadurch entwickelt. Und da haben wir im Verlauf der Jahre mehrere Programme gemacht. Und so war das eine Idee. Also 50 Jahre Blechtrommel ist ein Grund, auch hier auf der Buchmesse damit aufzutreten. Es ist ein Klassiker, es ist Weltliteratur. Sie haben den Literaturnobelpreis dafür bekommen. Wir entschätzen es als Klassiker und wir als Leser haben es auch mehrfach gelesen. Aber ganz ehrlich, Sie haben es geschrieben. Wie oft haben Sie es denn danach nochmal gelesen? Liest man so ein Buch nochmal, wenn man es fertig hat? Das geht ja jedem Autor so. Er sitzt jahrelang an einem Manuskript. Das ist ein wunderbarer, einsamer Vorgang. Er und das Manuskript oder das Manuskript und er. Es ist so eine Wechselbeziehung, Abhängigkeit, fiktive Figuren entwickeln ein Eigenleben. Dann ist das Buch fertig, dann geht es an den Verlag, dann kommen nochmal die Korrekturfahrten, wie es früher üblich war, der Umbruch. Heute ist das ja alles viel verkürzter, leider. Und dann ist das Buch enteignet, dann ist es dem Autor genommen. Er hat zwar noch die Rechte daran, er profitiert, wenn das Buch gut geht, aber der Leser macht dann Gebrauch davon, nicht? Und er liest zum Teil was ganz anderes. Er hat dann imaginiert diese abstrakten Seiten durch diesen wunderbaren Vorgang des Lesens, dass es kein Surrogat gibt. Und für den Autor, gut, für mich gab es die Möglichkeit, durch die Verfilmung. Schlöndorff war jemand, der mir lag, der auch neben einem genialen Zugriff auch das handwerkliche Können hatte, so etwas zu leisten. Das war eine gute Zusammenarbeit. Und dann habe ich vor vielen Jahren, damals für den Hessischen Rundfunk, die gesamte Blechtrommel eingelesen. Ich lese ja gerne aus dem Manuskript und auch aus dem Buch, weil für mich der Ursprung der Literatur oral ist. Ich schreibe auch laut, ich rede vor mich hin und Texte, ich wünschte mir, dass beim Schulunterricht das Lautlesen weit mehr Gewicht bekäme, nicht? Weil das eine viel bessere Aneignung des Textes ist als das bloße stumme Lesen. Und das habe ich gerne gemacht und das war dann eine Wiederbegegnung mit dem Buch und auch wieder eine Erinnerung an bestimmte Schreibsituationen, auch Dinge, die man gestrichen hat, die man umgestellt hat, also diese internen Vorgänge beim Schreiben, die werden dann wieder deutlich. Und jetzt sind es 50 Jahre hier in dem Programm, das wir heute vortragen, gibt es einen Text aus meinem Buch Mein Jahrhundert zum Jahr 59. Und das ist ein einziger langer Satz über zwei Seiten. Mein erster Besuch auf der Frankfurter Buchmesse. Da hätte ich auch ganz viele Fragen noch zu. Sie sind ja sozusagen Dauergast, sehr positiv gemeint. Warum ist die Frankfurter Buchmesse so wichtig und was gefällt Ihnen so gut hier in Frankfurt? Ja gut, ich meine, das wissen wir alle, es ist die größte Buchmesse. Das mag jetzt die Frankfurter ärgern. Ich persönlich finde die Leipziger als Autor interessanter. Nicht, die Frankfurter Messe ist in erster Linie ein kommerzielles Übergewicht, das hat auch sicher seine Bedeutung. Aber Autoren, wenn sie nicht gerade berühmt und überlaufen sind, sind hier immer wieder das fünfte Rad am Wagen. Das liegt mehr bei den Agenten oder bei den Lizenzverträgen und bei solchen Geschichten das Interesse. Während die Leipziger Buchmesse wirklich ein Buch für Leser ist und für Autoren ist. Das ist jedenfalls aus meiner Erfahrung zu sagen. Ich bin trotzdem immer gerne hierher gekommen. Für mich war es dann auch immer die Möglichkeit, meine ausländischen Verleger wiederzusehen. Und das hat zu interessanten Begegnungen geführt. Aber literarisch reizvoller ist die Leipziger Adresse. Da muss ich Frankfurt mehr anstrengen.
Sagen Sie mal, Sie haben sehr früh diesen absoluten Welterfolg gehabt. Wie viel Druck ist da möglicherweise auch, dass man weiß, man wird vielleicht immer an dem gemessen, was man mit der Blechtrommel erreicht hat? Ist das irgendwie so ein bisschen so eine Geschichte wie Fluch und Segen, dass einfach Druck ist? Und damit muss man sich abfinden. Das ist anderen Autoren auch so gegangen, ob das Thomas Mann ist mit den Buddenbrooks oder Goethe mit dem Werther. Für mich ist das eine siebenjährige Schreibperiode gewesen, angefangen mit der Blechtrommel. Ich habe dann ja nicht aufgehört. Ich habe danach Katz und Maus und danach die Hundejahre geschrieben. Und diese drei Bücher gehören zusammen. Aus meiner Sicht sind die Hundejahre eigentlich die Steigerung der Blechtrommel. Es ist also von der Form her mit drei Erzählebenen und verschiedenen Wahrheiten, die miteinander konkurrieren, ist sie anspruchsvoller als das pikareske Muster des Blechtrommelromans mit einem dominierenden Erzähler. Aber das ist die Meinung und Einschätzung des Autors und gehört schon auf den Autor. Sie haben es eben schon angesprochen, Sie würden in der Schule empfehlen, dass man mehr laut liest. Ja. Und es ist ja auch tatsächlich erschreckend, dass immer mehr Jugendliche weniger lesen. Der Griff zu den Büchern ist nicht mehr selbstverständlich. Sie sind der Autor in Deutschland. Was ist Ihr Rat? Wie kann man die Jugendlichen vielleicht wieder mehr zum Lesen bekommen? Ich weiß nicht, inwieweit das noch in Deutschland Sitte oder Unsitte ist. Man muss diesen deutschen Wahn beim Unterricht eindämmen, dass der Schüler von vornherein gezwungen ist, kaum hat er den Buch oder ein Teil des Buches gelesen, das Ganze interpretieren muss. Und dann muss natürlich die richtige Interpretation bringen, und die gibt es nicht. Jedes Kunstwerk verträgt eine Unzahl von Interpretationen, von Bilderlebnissen, Leseerlebnissen. Die wechseln ja sogar. Das kann man bei sich selbst beobachten. Ich gehe jetzt mal vom Buch weg. Ich fahre nach Kassel, Schloss Wilhelmshöhe, schaue mir vor 20 Jahren einen Rembrandt an, fahre 20 Jahre später hin, gucke mir nochmal an. Das Bild hat sich nicht verändert. Aber der Eindruck ist ein ganz anderer. Und das sind Dinge, die jedes Kunstwerk, ob es ein Musikstück ist oder ein Buch oder ein Bild, auszeichnet. Es gibt keine nützliche Anwendungstheorie dafür. Das ist das Wunderbare daran. Und wenn das im Unterricht domestiziert wird, auf die einzig richtige Interpretation, das ist die des Lehrers dann zumeist, nimmt das den Kindern die Lust am Schmökern, Schmökern gehört dazu, und erzieht sie unterschwellig zum Opportunismus. Sie versuchen herauszuhören, was will der Lehrer hören. Also sie geben die eigene, die völlig verrückt sein kann, Bild oder Buchinterpretation auf und reden dem Lehrer zum Munde. Und das kann nicht Ziel der Anstrengung sein. Können Sie denn eigentlich auch noch schmökern und einfach mal was ganz Belangloses lesen? Ja, doch, das mache ich zwischendurch. Aber durch meine Frau bin ich zum Beispiel an Simenon herangeraten. Gut, die Maigret-Romane, das habe ich so geschmökert. Aber der hat ja an die 100 Kleinromane geschrieben. Die sind so ausgezeichnet und so ein düsterer und genauer Realismus und unvergesslich jedes einzelne Buch. Das lese ich so zwischendurch. Ja. Um nur ein Beispiel zu nennen. Ja. Aber Sie würden niemals wahrscheinlich bei Thalia in die Buchhandlung gehen und direkt nach dem Spiegel-Bestseller Nummer 1. Ich würde überhaupt nicht zu Thalia gehen. Ich finde, Thalia, das ist ein Erpressungsunternehmen. Wie dort die kleineren Verlage unter Druck gesetzt werden. Ich wünschte mir, ich bin jetzt 82, wenn ich 20, 30 Jahre jünger wäre, würde ich einen Streik der Autoren und der Verlage ins Leben rufen gegen Thalia. Die zerstören den deutschen Buchhandel. Das ist ein akulturelles Unternehmen, das die Lesekultur zerstört. Das sage ich Ihnen offen und hoffentlich bringen Sie das so. Und ich wünschte mir, dass endlich mal der Börsenverein des deutschen Buchhandels, der ist organisiert wie im 18. Jahrhundert, wie ein ständisches Unternehmen. Die hätten schon längst einen Aufstand gegen das macht. Das hat mit freier Marktwirtschaft nichts mehr zu tun. Wenn Verlage regelrecht unter Druck gesetzt werden, am Ausbau von Filialen mit Geldbeiträgen beizutragen, wenn ein Dumping geschieht, also bei der Prozentdrückerei, das ist ungeheuerlich, was da geschieht, und trotzdem wird das hingenommen.
Das ist also gut, dass Sie mich auf Thalia ansprechen. Ich wollte Sie nicht aufregen. Werde ich zornig. Ich höre das schon. Eine letzte Frage noch, dann lassen Sie Ihren Geburtstag noch ein bisschen feiern, soweit Sie hier die Möglichkeit haben. Es gibt so viele Diskussionen über Digitalisierung. Die Verlage müssen neue Wege gehen. Es gibt Online-Geschichten. Was glauben Sie, was diese ganzen neuen Verlagswesen oder diese ganzen neuen Mediengeschichten bringen, um vielleicht wieder mehr Literatur an Jugendliche zu bringen? Kann das ein Weg sein? Da bin ich ein bisschen vorsichtig, weil ich also ein ausgesprochener Computeridiot bin. Ich schreibe ja noch mit meiner Olivetti-Schreibmaschine. Ich habe gar keinen Computer. Und ich komme auch ganz ohne Computer aus. Ich habe auch kein Handy. Stellen Sie sich all das vor. Ich mache auch keine E-Mails, nichts dergleichen. Ich schreibe normalerweise, wenn ich schreibe, einen Brief. Ja? Gut, das gibt es, das weiß ich alles. Und Leute machen Gebrauch davon. Ich habe so lange nichts dagegen, solange die Urheberrechte nicht verletzt werden. Und auch da wünschte man sich natürlich einen geschlossenen Widerstand der Branche gegen diesen Missbrauch, gegen diese Art, neue Art von Raubdruck. Es ist ein deutscher Autor gewesen, Goethe, der als erster im Ansatz versucht hat, so etwas wie Urheberrecht zu schützen. Ein Wilhelm Grimm hat bei den Haus- und Kindermärchen noch kämpfen müssen gegen Raubdrucke, nicht? Und hat sich auch dagegen gewehrt. Das ist mühsam erkämpft worden, das Urheberrecht, und das gilt zu schützen, auch bei diesen neuen Medien.